Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Namen der Unterkentner Nachrichten darf ich Sie bei der dritten Runde unserer Leihgespräche herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Horst Kackl, ich bin Chefredakteur der Lavantaler Heimatzeitung. Wir sind hier in der Redaktion in der Sporagasse in Wolfsberg, wo ich Ihnen auch heute wieder anlässlich der am 28. Februar stattfindenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl einen der fünf Spitzenkandidaten der Gemeinde Wolfsberg vorstelle. Hinweisen möchte ich wie immer darauf, dass alle Beteiligten einen negativen Corona-Test besitzen, der noch keine 48 Stunden alt ist. Mein heutiger Gast ist Josef Steinkellner, Spitzen- und Bürgermeisterkandidat der Wolfsberger ÖVP. Unsere Zuschauer können auch Fragen stellen, die wir an den Kandidaten weiterleiten. Gestellt werden können sie via Facebook oder per E-Mail an office@unterkaiantner.at. Herr Steinkellner, ich danke vielmals, dass Sie hier sind. Wenn Sie sich bitte selbst kurz vorstellen. Wie alt sind Sie? Was ist Ihr Beruf? Was ist Ihre Motivation, als Spitzenkandidat anzutreten? Danke, Herr Kackl. Von meiner Seite auch einmal ein herzliches Grüß Gott an die Zuseher über diese Facebook-Livestream-Seite. Ich bin der Josef Steinkellner, bin 49 Jahre alt, geboren in Wolfsberg. Die ersten beiden Lebensjahre habe ich aber in Weichenfels bei St. Peter am Hof bei meiner Oma quasi verbracht und bin eben seit 1972 in Wolfsberg mit dem Hauptwohnsitz. In den Gemeinderat bin ich erstmals eingezogen im Jahr 2009. Dann ist es relativ schnell gegangen. Es war nicht geplant, dass ich den Stadtratssitz von meinem Vorgänger übernehme. Die Angelobung habe ich deshalb noch relativ gut im Kopf, weil das war nämlich genau zu Maria Lichtmess, der 2.2.2012. Und bin dann ein Jahr später auch Parteiobmann der Volkspartei in Wolfsberg geworden und beim Parteitag im April 2017 wiedergewählt worden. Beruflich bin ich gelernter Bankkaufmann. Ich habe nach der Matura in der Handelsakademie den Präsenzdienst in Spital abgeleistet bei den Gebirgsjägern. Das war relativ anstrengend, hat mir aber sehr gut gefallen, weil ich ja ein leidenschaftlicher Skifahrer bin und das auch nach wie vor gerne ausübe. Und es war sehr interessant, auch als Gebirgsjäger im Gebirge unterwegs zu sein. Bin dann in eine Bank eingetreten und war dort bis 1998 beschäftigt, war dann von 1998 bis 2004 dann bei einer Bank in Graz beschäftigt und die Heimatverbundenheit hat mich 2004 wieder nach Wolfsberg zurückgebracht. Dann hat es etwas länger gedauert, dass ich den Zugang zur Politik wieder gefunden habe. Also in jungen Jahren war ich einmal bei der JVP in Wolfsberg aktiv und 2009 hat mich dann der Ruf ereilt und da habe ich sofort Ja gesagt, eben für den Gemeinderat zu kandidieren. Mittlerweile mache ich das hauptberuflich seit Oktober 2019, also ich übe derzeit keinen Zivilberuf aus und ja, freue mich eben jetzt auf diese Wahlkampfauseinandersetzung mit meinen Mitkonkurrenten. Also wir haben ja schon beim ORF einmal die Gelegenheit gehabt, bei der sogenannten Streitkultur über die politischen Themen betreffend Wolfsberg zu sprechen und auch bei der Antenne Kärnten und dem heute hier in den Räumlichkeiten der Unterkärntner Nachrichten. Unter den ersten 10 Kandidaten der Wolfsberger ÖVP befinden sich 3 Frauen. Glauben Sie, reicht das aus? Ja, das Frauenthema war mir sehr wichtig. Ich war intensiv in den letzten Monaten unterwegs oder beziehungsweise für die Wahlvorbereitung. Ich hätte natürlich gern mehr Frauen an vorderster Front platzieren wollen. Letztendlich ist es dann aber immer die Entscheidung und das zeigt aber auch, also die Entscheidung der jeweiligen Frau, sich politisch zu engagieren, zeigt aber auch, dass es nicht so einfach ist, Beruf, Familie und Politik zu verbinden. Wir haben zwar seitens unserer Landespartei ein spezielles Frauen-Mentoring, auf das habe ich auch immer hingewiesen, bin aber trotzdem glücklich oder stolz, dass wir in den hinteren Reihen auch Frauen positionieren konnten und man darf dann quasi einfach die Hoffnung nicht aufgeben, dass es halt bei der nächsten Gemeinderatswahl dann etwas leichter werden wird, mehr Frauen positionieren zu können. Ich bin aber auch der Meinung, dass Frauen einen anderen Zugang haben, also speziell wenn es um Frauenthemen geht, dass das dann auch eine Bereicherung ist für den Gemeinderat und auch wenn es um wichtige Entscheidungen dann für Wolfsberg geht. Sie treten an, um die absolute Mehrheit der SPÖ zu brechen. Wie soll das gehen? Unser Ziel ist es, dass wir ein Stimmenplus machen. Wir wollen auch mehr Mandate erreichen. Das heißt, mit dem Stimmenplus sollten sich dann auch mehr Mandate für uns ergeben. Und wenn das passieren sollte, wenn die Wählerinnen und Wähler uns mit mehr Stimmen und Mandaten ausstatten, dann ist es eben unser Ziel, dass wir eben diese absolute brechen.
um in weiterer Folge eben auch unsere Ideen und Projekte aus unserem Zukunftsprogramm dann für Wolfsberg umsetzen zu können. Und wir haben uns hier auch die Arbeit angetan, dass wir mehrere, oder wir haben 9 Punkte aufgelistet. Darauf kommen wir noch. Bei der Gemeinderatswahl 2015 kam die Wolfsberger ÖVP auf 13,75%. Ist das Brechen der SPÖ absoluten von diesem Niveau aus nicht ein sehr hohes Ziel, ein sehr schwer erreichbares Ziel? Naja, Ziele muss man sich ja stecken. Das heißt, ich bin Optimist, mein Team ist optimistisch. Und wenn man sich jetzt unser Zukunftsprogramm auch einmal durchgelesen hat, dann sind es auch Themen, die alle oder in allen Bevölkerungsschichten dann eindringen werden. Wolfsberg hat ja eine Charakteristik, dass wir zu 50% sind wir eine reine Stadt. Und wir haben aber auch sehr viele Ortschaften, die mit Sankt beginnen. Das heißt, der sogenannte ländliche Raum, den haben wir auch bewusst an erster Stelle unseres Zukunftsprogramms positioniert. Und ich war auch in der letzten Periode fleißig unterwegs. Das heißt, mein Ziel war es auch, möglichst viele Veranstaltungen zu besuchen und nicht nur erst vor dem Wahlkampf dann präsent zu sein. Wäre jetzt ja überhaupt nicht möglich gewesen, weil man hat in Mitte des 20er Jahres, seit März 2020 hat es im Prinzip ja keine Veranstaltungen mehr gegeben. Das heißt, im Sommer haben wir zwar ein bisschen ein Auflackern vernehmen dürfen, wo Veranstaltungen abgehalten worden sind. Aber letztendlich hoffe ich schon, dass die Bevölkerung sich das oder die Bürgerinnen sich das gemerkt haben. In den letzten 6 Jahren, wo ich quasi unterwegs war und auch immer viele Gespräche mit den Bürgerinnen gesucht habe und auch sehr viele Anliegen und Wünsche deponiert bekommen habe. Welches prozentuelle Wahlergebnis erwarten Sie sich für die Wolfsberger ÖVP? Also setzen Sie? Unser Ziel wäre, dass ein Zweier vorne steht. Also mit dem Zweier sollte dann auch ein Plus an Mandaten möglich sein. Und das zweite Ziel, das wir uns gesetzt haben, dass wir eben auch einen zweiten Sitz im Stadtrat bekommen. Das geht dann einher mit einem zweiten Ausschusssitz, dass wir eben überall doppelt besetzt sein werden. Und ja, daraufhin arbeiten wir hin und wir werden eben auch bis zum letzten Tag, also bis Samstag 12 Uhr, noch um jede Stimme kämpfen. Bei der Bürgermeisterwahl 2015 sind Sie auch bereits als Bürgermeisterkandidat angetreten und haben 9,49% erreicht. Welches Ergebnis ist jetzt Ihr Ziel für sich als Bürgermeisterkandidat? Also im Prinzip das gleiche Ergebnis wie für den Gemeinderat. Es soll ja auch ein Plus quasi da vorne stehen. Und ob es zu einer Stichwahl reichen wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Das entscheiden dann die Wählerinnen. Aber wie gesagt, auch hier ist es mein Ziel, dass wir kräftig zulegen. Ich glaube aber auch, dass ich denke, zumindest einmal als Person habe ich mich weiterentwickelt. Ich bin ja 2012 wirklich als Quereinsteiger in den Stadtrat eingezogen, habe dann sofort den Parteiobmann auch übernehmen müssen. Und 2015 war natürlich der Altbürgermeister ein übermächtiger Gegner. Ich habe mich mit ihm immer sehr gut verstanden. Und er war auch ein Bürgermeister, der wirklich von Schilting bis Deiseneck unterwegs war. Ich habe versucht natürlich auch sehr viele Veranstaltungen zu besuchen. Er hat es natürlich hauptberuflich machen können, deswegen war er auch überall präsent. Aber wie ich das eingangs schon erwähnt habe, also das Gemeindegebiet kenne ich. Es ist sehr groß mit diesen 278 Quadratkilometern und mir ist keine Ortschaft fremd. Also auch das Straßennetz kenne ich mittlerweile. Die Namen habe ich so ziemlich im Kopf, hin und wieder muss ich noch nachschauen, wo dann diese Siedlungsstraße ist, aber gefühlsmäßig finde ich ohne Navigationsgerät dorthin. In Wolfsberg gibt es ein geflügeltes Wort. Die SPÖ kann als Bürgermeisterkandidaten aufstellen, wenn sie will. Hier ist immer wieder vom berühmten Hydranten die Rede. Sie gewinnt sowieso. Was sagen Sie dazu? Ja, dann wird es Zeit, dass dieses geflügelte Wort einmal geändert wird. Die Möglichkeit gibt es am 28. Februar. Wolfsberg kann mehr, lautet Ihr Slogan. Was meinen Sie damit konkret? Also mit mehr meinen wir jetzt konkret, wenn man jetzt auf unser Zukunftsprogramm eingeht, also auch mehr für die Landwirtschaft zu tun, mehr für den ländlichen Raum. Im ländlichen Raum haben wir auch eine Besonderheit, das sogenannte ländliche Wegenetz. Wir haben ein umfangreiches Straßennetz, was die Gemeindestraßen und die Verbindungsstraßen betrifft. Und das ländliche Wegenetz sind dann eben die privaten Hofzufahrten. Wir fördern diese auch beim Neuausbau
Wir haben allerdings bei Sanierungen derzeit keine finanziellen Mittel freimachen können. Andere Gemeinden machen das schon in Kärnten. Das heißt, es wäre auch hier mal ein Ansatz, dass man sagt, okay, wir schauen uns auch diese Sanierungsarbeiten an, weil letztendlich ist es ja so, dass diese Hofzufahrten teilweise auch Wanderwege sind, die Mountainbiker, die Radfahrer benutzen sie. Und wenn man jetzt die Choralpe und die Saualm hernimmt, das sind unsere beiden zwei sanften 2000ern, oder 2000er, so bezeichnet es im Prinzip immer. Wir haben einen sanften Tourismus, wir können uns nicht mit Oberkärnten matchen, wir haben keinen Seezugang, wir haben jetzt nicht das Hochgebirge unter Anführungszeichen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir eine intakte Landwirtschaft zur Verfügung haben, dass die Landwirte eben nicht nur die Kulturpfleger sind oder besser gesagt die Landschaftspfleger. Das heißt, da wird es eben zukünftig auch wichtig sein, die Bodenversiegelung zu stoppen, auch unten im, speziell im Talboden. Weiter oben in den Berggebieten wird es eh nicht so sein, dass es zu einer Zersiedelung kommt, und deswegen ist eben Landwirtschaft und ländlicher Raum ein wesentlicher Punkt für uns. Was sind die Kernpunkte Ihres Wahlprogramms, wie früher gesagt? Aber bitte kurz. Der zweite Punkt wäre dann die gemeindeeigene Infrastruktur. Mhm. Das heißt, brauche ich mir jetzt eh nicht, oder würde ich mich jetzt dann wiederholen? Also wichtig sind einmal die Straßensanierungen. Zur gemeindeeigenen Infrastruktur zählen aber auch die 11 Gemeindefeuerwehren, die wir aufrechterhalten, unsere Schulstandorte, die Kindergärten. Dann haben wir uns noch quasi auf den Wirtschaftsstandort etwas eingeschworen. Da wäre unser Ziel oder die Vision, das ist eben auch die Forderung, die aus der Wirtschaft kommt, endlich einmal diesen Technologie, also jetzt wird er als Technologiepark bezeichnet, den interkommunalen Gewerbepark in St. Paul umzusetzen und noch Möglichkeit auch vermehrt versuchen, dass wir mit der Wirtschaft, wenn es um Ausbildungsstätten geht, zusammenarbeiten. Der nächste Punkt sind wir dann bei den Stadtwerken. Das heißt, da ist unsere Forderung eben das Können vor dem Kennen. Das heißt, die Personalentscheidungen, die Politik sollte rauskommen, Beirat, das werden wir noch etc. Okay. Dann haben wir uns auch angeschaut, wie geht es unseren Familien, nicht nur im Tal, sondern auch in Wolfsberg. Wir haben ja die familienfreundliche Gemeinde, dieses Emblem oder dieses Schild, das verwenden wir schon. Das heißt, wir haben sehr viele Spielplätze, die müssen wir uns auch einmal anschauen, inwieweit wir die auf den neuesten Stand bringen können. Und wir haben eben keine Indoor-Spielmöglichkeit. Das wäre ein Wunsch, dass man quasi bei Schlechtwetter etwas macht. Und auch den Skaterparkplatz, den haben wir ja 2018 noch einmal saniert. Da wäre auch unser Anliegen oder Wunsch, dass wir dort eine sogenannte Bump-Track-Anlage errichten. Wir haben dort ein Fußballspielfeld und ein Volleyballspielfeld, und das wäre dort sehr geeignet. Der nächste Punkt wäre dann die Senioren. In Wolfsberg, seit ich jetzt im Gemeinderat bin, war es ja immer üblich, dass wir diese Feiertage für die ältere Generation durchführen. Das war voriges Jahr nicht möglich, wird wahrscheinlich heuer auch nicht möglich sein. Das heißt, das habe ich jetzt aber mit den anderen Parteien auch ein bisschen, oder habe die Programme durchgelesen, das deckt sich sogar. Also wir sind auch für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, E-Mobilität und so weiter. Da sind wir uns ziemlich einig. Dann ist noch das Thema mit der Abwanderung der Jugend. Wir haben zwar eine stabile Einwohnerzahl mit 25.000, aber es soll uns nicht so ergehen wie in St. André, dass die dann unter diese markante 10.000er Grenze rutschen. Das hat dann nämlich wirklich massive, oder halt hat einen Einbruch dann im Budget zu erwarten. Und die Abwanderung der Jugend, da sehen wir die Anbindung oder sprich die Choralmbahn jetzt einmal als große Chance. Noch Möglichkeit sollte es so sein, dass ein Tagespendel nach Wien nicht, aber Graz und Klagenfurt möglich sein sollte. Wir haben eine Studentenförderung. Nur wenn wir jetzt uns monetär mit Klagenfurt, Graz und Wien matchen werden, das Match werden wir nicht gewinnen. Das können wir höchstens im Fußball gegen Rapid und Austria Wien, die können wir wegputzen. Und da haben wir auch einen Zugang, dass wir das Heimatbewusstsein ein bisschen hervorheben und eben noch Möglichkeit, dass dann, wenn die Studenten eben die Ausbildung fertig absolviert haben, wieder nach Wolfsberg zurückkehren. Ein weiterer Punkt ist die Innenstadt, aber das weiß ich jetzt seit 2009, nein, das ist ein Dauerthema, das kommt immer wieder vor, wobei wir jetzt mit dem hohen Platz hier mal das erste Baulos schon quasi erledigt haben. Aber auch hier wollen wir quasi bei den weiteren Baulosen das so gestalten, dass wir wirklich noch Möglichkeit, eine natürliche Beschattungsmöglichkeit schaffen und nicht so wie eben jetzt am Hohenplatz die Notlösung mit diesen Segeln setzen müssen.
Und ein Punkt ist dann noch. Da muss ich Sie gleich was fragen. Ja. Innenstadt. Wie kann man die Innenstadt von Wolfsberg jemals wieder nachhaltig und dauerhaft beleben? Haben Sie da eine? Ja, wir haben ja seinerzeit zwei Feste durchgeführt. Da war es finanziell noch möglich. Es hat das Italienerfest gegeben und das Stadtfest. Also unser Zugang ist, so wie jetzt dieses Jungwirtefest, das ist erstmals 2019 durchgeführt worden, dass man solche Feste quasi fördert, dass wir uns eher bei der Organisation zurückziehen und wirklich Vereine oder diese Jungwirte das managen lassen und das unterstützen. Und das können oder könnte ich mir vorstellen, dass es im Juni so ein ähnliches Fest gibt, im Juli, August und September. Dann hätte ich quasi über die Sommermonate entsprechende Feste, Veranstaltungen, die auf dieser Veranstaltungsfläche, ob das jetzt am Bleibesparkplatz ist oder dann am Homeplatz, dann durchgeführt werden können. Ja, aber das wären nur punktuelle Belebungen. Frequenzbringer. Die Menschen wieder, die Wolfsberger wieder täglich quasi. Frequenzbringer fällt mir jetzt in den heißen Sommermonaten der Eissalon ein. Das wäre was Feines. Ich bin zwar jetzt nicht so der begnadete Eisesser, aber wenn es uns gelingt, einen guten Branchenmix quasi mit Ansiedelungen durchzubringen. Wir haben ja jetzt schon diese Pop-Up-Stores, um das Leerflächenmanage, die Leerflächen zu füllen. Das ist ja ein recht guter Zugang, um das Erscheinungsbild dann auch ein bisschen freundlicher zu gestalten. Und das Thema Verkehr und Parkplätze ist eben der Knackpunkt. Deswegen wäre auch die Vision, wir brauchen Ersatzparkplätze. Entweder im nördlichen Bereich des Rathauses oder es gibt eine Möglichkeit, am Bleibesparkplatz jetzt mehr Parkplätze zu schaffen. Weil wenn ich jetzt in einem Einkaufszentrum bin und ich parke das Auto, dann gehe ich am Ende des Tages, wenn ich, oder halt nach meinen Einkäufen, wenn ich wieder beim Auto bin und ich schaue auf den Schrittzähler, dann habe ich wahrscheinlich auch einige Kilometer zurückgelegt. Und wenn ich das Auto da oben im Norden in der Schwemmtrotten stehen lassen kann, dann ist fußläufig bis zum Bleibesparkplatz ist es nicht so weit. Zuletzt wurde ein Plakat der Wolfsburger ÖVP zerstört, andere wurden entfernt. Gegen wen glauben Sie, war das gerichtet? Gegen Sie, gegen die ÖVP? Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Das Banner, das zerschnitten wurde, das kann durchaus ein Lausbubenstreich gewesen sein. Das stört mich jetzt nicht. Das kann hin und wieder passieren. Also der Wind war es definitiv. Wir haben das dann gesehen, es ist zerschnitten worden. Was mich eher schmerzt, das sind, dass 7 hochwertige A-Ständer verschwunden sind, weil die sind sehr, sehr kostspielig. Und deswegen haben wir das auch bei der Polizei zur Anzeige bringen müssen, weil ich muss diesen Schaden ersetzen. Die Ständer gehören mir nicht. Die habe ich quasi ausgeborgt von einer anderen Landespartei. Und das schaut aber gezielt danach aus, da muss jemand um Mitternacht in eisiger Kälte gezielt ist gezielt die Standorte angefahren und hat sie vermutlich in einem Anhänger oder in einem Kofferraum verschwinden lassen. Mir fiel ja dazu jetzt was ein, das kann ich aber nicht sagen. Aber haben Sie einen Verdacht, wer das gewesen ist? Schauen Sie, kann ich jetzt nicht genau sagen. Also ich gehe mal davon aus, es richtet sich nicht gegen meine Person. Wenn es so ist, okay, dann hat sich vielleicht irgendjemand auf den Schlips getreten gefühlt. Ob es jetzt gegen jemand anderen gerichtet ist, also mit dem habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Wir haben das zur Anzeige gebracht, wir haben das abgehakt und das ist vorerst einmal so erledigt. Würde mich aber freuen, wenn die Ständer wieder auftauchen am Wahlsonntag oder beziehungsweise am Wahlmontag. Können wir gleich einen Appell richten an den jeweiligen Täter, bitte wieder zurückbringen. Wo sollen Sie einfach wieder hinstellen? Ja, wenn er sie dort wieder hinstellen könnte. Wir haben ja auch einen Facebook-Aufruf gestartet mit zweckdienlichen Hinweisen. Das heißt, wir würden quasi dann unsere regionalen Produkte den Hinweis oder halt für einen Hinweis dann zur Verfügung stellen. Das wäre eben das Kürbisknabberpaket, die Kürbisknabberkerne, ein Kernöl aus das sogenannte St. Michöl oder ein Nudelpaket vom Ölbauern. Schauen wir. Der ÖVP wurde vorgeworfen, sie habe sich in den vergangenen Jahren in einer stillen Koalition mit der SPÖ befunden. War das so? Also aus der letzten Periode kann ich das nicht so bestätigen. Es hat eine absolute gegeben. Das war jetzt eher die vorhergehende Periode, wie ich 2012 den Stadtratssitz übernommen habe bis 2015. Da hat es informelle Gespräche gegeben mit dem Altbürgermeister, aber seit 2015 kann ich das so nicht bestätigen. Man hat sich in der vergangenen Periode doch meistens sehr gut verstanden. Naja, wenn man jetzt sich die Beschlüsse anschaut, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass sie zu mehr wie 90% einstimmig sind.
Das heißt, wir haben schon hin und wieder, hätten wir schon gern unsere eigenen Ideen durchgebracht, aber das ist natürlich mit einer absoluten nicht möglich. Das heißt, da muss man dann sehr viel Verhandlungsgeschick aufweisen, dass man dann wirklich auch das umsetzen kann. Aber ich war immer gesprächsbereit, habe mich mit dem Altbürgermeister eben immer ausgetauscht, aber so kann ich das im Prinzip nicht stehen lassen. Zuletzt hat es ein bisschen Ärger gegeben mit der SPÖ. Grund war eine Aussendung von Ihnen, und zwar mit dem Thema der Stadtwerke. Die ÖVP sei enttäuscht worden, haben Sie darin geschrieben. Die Gebührenzahler erwarten sich ein Aufräumen und eine kostengünstige, transparente Verwaltung. Die Postenschacherei müsse beendet werden. Personalentscheidungen durch politische Einflussnahme hätten bei den Stadtwerken nichts verloren. Was war der Grund dieser Aussendung am 23. Naja, der Grund war ein weiterer Bericht von den Unterkerner Nachrichten, dass es eben noch zwei Personen gibt, gegen die ermittelt wird. Und das hat uns dann auch veranlasst, dass wir uns eben noch einmal diese Causa näher anschauen. Und es ist nach wie vor so, dass es sehr, sehr undurchsichtig ist, und wir vermissen eben diese Transparenz, wird ja nicht nur von uns gefordert, eben auch von anderen Mitbewerbern. Und wir waren aber auch, also ich kann mich noch erinnern, 2009 bin ich in den Gemeinderat erstmals eingezogen, und 2010 haben wir nämlich dann diskutiert, ja, wie gehen wir mit dieser Beiratsfunktion um? Und dann haben wir damals eben auch schon einen Unternehmer hineingesetzt und haben das aber auch so beibehalten. Und deswegen haben wir das auch im Wahlprogramm so drinnen. Einerseits einmal, dass man sich wirklich die Beiratsanzahl anschaut, die gehört einmal verkleinert, weil das sind derzeit 11 Personen, die da drinnen sitzen, um dann auch wirklich diese politische Einflussnahme einmal hintan zu stellen und den Zugang, den wir eben haben. Es werden eben nicht alle Posten objektiv oder alle Posten, die quasi jetzt unter den Abteilungsleitern besetzt werden, die werden im Prinzip nicht ausgeschrieben. Und als Gemeindemandatar hat man da wirklich kaum bis wenig Zugang. Das heißt, die Informationen, die ich dann bekomme, das ist über mein Beiratsmitglied. Das ist mittlerweile eben, oder das ist seit 2016 auch eine unabhängige Person. Also die Person, die für uns im Beirat sitzt, hat keine Partei oder ist nicht Mitglied der Volkspartei in Wolfsberg, also die übt das unabhängig aus. Und letztendlich geht es uns da wirklich jetzt um die Informationen, wie eben diese Einstellungen dann zustande gekommen sind und dass eben wirklich die Politik quasi, wir haben auch so, oder halt die Politik dann auskommt. Wir haben auch so eine interne Umfrage gemacht, was das Können vor Kennen betrifft. Das ist mit 80-20% ganz klar eben für das Können, also für den Leistungsnachweis ausgefallen. Bei Politik raus war es dann auch noch relativ klar mit 70-30%. Und wie gesagt, ich habe jetzt aber schon auch von der SPÖ vernommen, dass sie die Entpolitisierung voranbringen möchten. Mit dem könnten sie sich quasi anfreunden, unter Anführungszeichen, dass man wirklich einerseits das einmal verkleinert und eben wirklich mit unabhängigen Experten aus der Wirtschaft dann in weiterer Folge besetzt. Weil derzeit ist es so, die SPÖ ist vom Bürgermeister, Vizebürgermeister, Stadtrat, Gemeinderat, die sind 1:1 so vertreten. Das heißt, die Mandatare gehen von der Beiratssitzung hinaus, wissen schon alles, und ich oder halt meine Person, ich muss dann mein Beiratsmitglied quasi einmal aufsuchen, entweder irgendwie elektronisch, war in der Vergangenheit aber auch sehr oft beim Beiratsvorsitzenden. Im letzten Herbst, jetzt seit Corona, war es halt ein bisschen schwieriger, dieses Gespräch zu suchen. Er hat uns oder mir auch immer angeboten, ich kann jederzeit auf einen Kaffee vorbeikommen. Das war auch immer sehr löblich, das heißt, einen Austausch hat es gegeben. Aber deswegen wird es eben speziell auch im Zukunftsprogramm noch einmal drin. Und unser Ziel ist es wirklich, dass einmal diese Undurchsichtigkeiten, die müssen einmal aufgeklärt werden, und die Stadtwerke sollten so schnell wie möglich eben wieder auf den richtigen Kurs gebracht werden, dass eben auch wirklich wieder im Sinne der Gebührenzahler gehandelt wird. Wer trägt die Schuld an der Stadtwerke-Affäre, Ihrer Meinung nach? Man könnte jetzt schon sehr leicht jemanden die politische Verantwortung umhängen. Das heißt, diejenige Partei, die jetzt mehr oder weniger den Stadtrat stellt oder auch die Mehrheit im Beirat hat mit ihren Sitzen, letztendlich muss sich dann der Wähler oder die Wählerinnen müssen sich ein Bild machen,
Also wir waren bemüht, das einmal zu entpolitisieren, aber wie gesagt, auf diesen Zug der Entpolitisierung ist keine andere Fraktion aufgesprungen. Ich muss fairerweise sagen, die FPÖ hat es zwischenzeitlich einmal so gehandhabt, seinerzeit, wie sie 4 Mitglieder im Stadtrat, mit 4 Mitgliedern waren sie im Stadtrat vertreten, auch im Beirat, dann haben sie das gesplittet. Also da waren 2 Unternehmer drinnen. Wurde dann aber quasi 2015, 2016 auch wieder anderwertig besetzt mit einem Berufspolitiker. Aber nichtsdestotrotz, die ÖVP ist mit unabhängigen Fachleuten, wie Sie sagen, im Beirat vertreten. Also hat sie auch die Entscheidungen mitgetragen. Dazu gibt es eine Frage. Nur mit einer Sekunde. Person. Ja. Eine Frage vom Herrn Herbert Dabernick. Sie wettern, sehr geehrter Herr Steinkellner, Sie wettern im Wahlkampf gegen Postenschacher bei den Stadtwerken. Aber auch das von der ÖVP entsandte Beiratsmitglied hat alle diese Beschlüsse mitgetragen, auch den neuen Vertrag für den ehemaligen Geschäftsführer, Sie wissen. Ist das nicht vollkommen unglaubwürdig formuliert, der Herr Dabernick? Ja, wir haben einerseits einmal eine Person sitzen, das heißt, mit unserer Stimme können wir dort nicht viel ausrichten. Das heißt, deswegen wäre es ihm wünschenswert, dass wir auch in dem Gremium stärker werden. Und diese Entscheidungen betreffend Personal, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, da gibt es ja eine Vorberatung. Das heißt, eine Personalberatungsfirma trifft ja die Auswahl und dann entscheidet der Beirat einmal aufgrund dieser Unterlagen, wie die Positionen besetzt werden. Das heißt, das Beiratsmitglied hat dann quasi eben diese Unterlagen auch sichten können. Dort wurden die Entscheidungen getroffen und wir haben uns zwar nicht immer dann mit dem Beschluss angefreundet, wir haben hin und wieder auch einmal dagegen gestimmt, aber das Beiratsmitglied oder mein oder unser Beiratsmitglied hat dann letztendlich auch diese Entscheidungsfindung vorgegeben. Haben Sie mitgestimmt bei, was auch spricht, die weitere Beschäftigung von Herrn Rabensteiner bei den Stadtwerken? Weitere Beschäftigung von Herrn Rabensteiner da kann ich mich jetzt gar nicht genau erinnern, ob das dann im Gemeinderat war, weil letztendlich hat er. Nein, im Beirat. Im Beirat. Im Beirat kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber diese Ziffern, die da quasi gerüchteweise kolportiert werden, das stimmt ja so nicht. Das heißt, er verdient wesentlich weniger und wir haben die Information so bekommen, dass er quasi als Projektmanager benötigt wird und deswegen wurde dieser Vertrag oder wurde dem Vertrag dann so auch zugestimmt. Wie hätten Sie anstelle vom Bürgermeister, dem damaligen Bürgermeister Schlagholz, noch ein Aufkommen der Stadtwerke-Affäre gehandelt? Was hätten Sie gemacht? Sie wissen, es gibt immer wieder Vorwürfe, dass falsch Fehler passiert sind. Es ist einem früheren Stadtwerke-Mitarbeiter, musste eine beträchtliche Summe an Gehalt nachgezahlt werden, weil er nicht hätte in dieser Form entlassen werden dürfen. Was hätten Sie gemacht? Naja, die Entlassung hätte ich nicht sofort ausgesprochen. Ich hätte maximal einmal eine Dienstfreistellung durchgeführt und hätte mir das dann im Detail angeschaut. Und erst dann eben diese Schritte eingeleitet. Also das war anscheinend etwas zu verfrüht, weil man sieht ja jetzt das Ergebnis, es ist ja doch eine Schadenssumme entstanden und die Gehaltsfort- oder Nachzahlung musste jetzt ja noch einmal ausbezahlt werden. Natürlich gibt es jetzt das Argument, man hätte bei der Dienstfreistellung, logischerweise muss ich das Gehalt ja weiterzahlen oder quasi fortzahlen, das ist eh klar, aber von der Optik her wäre es einmal besser gewesen, nicht diesen Schnellschuss einmal sofort abzusetzen. Was wir jetzt als meine Fraktion ein bisschen vermisst haben, wir haben sehr oder kaum bis wenig Informationen bekommen, das ist sehr, sehr unter Verschluss gehalten worden. Das heißt, wir sind, kann mich noch erinnern, in der besagten Stadtratssitzung informiert worden, also es hat da kein Vorgespräch gegeben. Der Herr Altbürgermeister kennt mich normalerweise, dass ich sehr vertrauenswürdig bin und mich auch dem Datenschutz anpasse und das einhalte. Aber da hätte ich mir schon im Vorfeld mehr Informationen gewünscht, weil das betrifft ja uns alle. Aber das hat er damals so als Eigentümervertreter entschieden und ist eben so zur Kenntnis zu nehmen. FPÖ-Stadtrat Johannes Leubnegger wirbt momentan in der Stadtzeitung Wolfsberg News für die SPÖ. Haben wir gestern als Titel einer Schlagzeile gelesen. Kennen Sie das Leubnegger-Interview in der Stadtzeitung und wie kommentieren Sie das? Ja, ich kenne das, ich habe das auch in der Post gefunden, es ist nämlich in den aktuellen Wolfsberg-News drinnen. Ja, es ist seine persönliche Entscheidung. Wie gesagt, also wenn er heute bei der Stadtratssitzung war, dann war es eben seine letzte Sitzung in der jetzigen Periode, aber das ist
so zu akzeptieren, wenn das seine Meinung ist. Also ich werde niemanden anderen vorschreiben, wie er sich politisch so oder quasi zu verhalten hat. Finden Sie auch, dass er wirbt für Bürgermeister Primus? Naja, eine verdeckte oder eine versteckte Werbung ist es unter Umständen, wenn man das genau durchliest. Aber ja, wenn er das so quasi von sich gegeben hat und das auch so abgedruckt wurde, ist das eine persönliche Entscheidung. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht Mitglied der FPÖ-Fraktion. Wenn er sagt, er kann sich mit dem neuen Team jetzt nicht anfreunden oder sieht da keine politische Zukunft, wie gesagt, das ist eine persönliche Entscheidung und die ist zu akzeptieren. Wie sehen Sie das, dass jemand, wie soll ich sagen, seiner Partei sowas ausrichten lässt, wie ein Medium? Ja, das kommt bei politischen Parteien immer vor. Das ist einmal so. Wenn sich jemand, es kann ja sein, dass er sich übergangen gefühlt hat. Vielleicht ist er davon ausgegangen, dass er im neuen Team wieder mit dabei sein kann, in welcher Funktion auch immer. Und dann kann das durchaus so eintreten. Ich bin jetzt aber auch nicht der Stadtparteivorsitzende der FPÖ. Wie gesagt, ich weiß es nur aus meiner Funktion als Gemeindeparteihauptmann. Parteiarbeit ist Knochenarbeit. Also man muss auch, wenn es um die Listenerstellung geht, man muss da sehr früh anfangen, etwas auszumoderieren. Weil sonst kann es nämlich passieren, wenn die Liste dann fertig ist und man geht jetzt nicht alle Positionen durch. Man möchte das dann in der Parteivorstandssitzung absegnen, dass dann noch jemand in der Sitzung quasi abspringt und sagt, okay, ich bin jetzt nicht auf Platz 10 oder 9, ich bin jetzt nur auf 19 und das ist mir zu wenig, deswegen weiß ich das selber, weil ich mache das jetzt schon seit 2013. Das ist wirklich Knochenarbeit und da muss man sehr viel Zeit investieren. Ist Ihre Listenerstellung heuer glatt gegangen oder? Sie ist glatt gegangen, das heißt, ich habe das im Vorfeld ausmoderiert. Einen Nachteil hat das ganze Prozedere gehabt, es war keine physische Sitzung möglich. Jetzt haben wir alles über Video-Zoom-Konferenzen durchgeführt, das mehrmals. Und bis zur finalen Gemeindeparteivorstandssitzung, wo mir der Parteivorstand dann diese Listenreihung abgesegnet hat, hat es einfach Zusammenkünfte via Zoom gegeben und da wurde das einmal quasi ausmoderiert und in persönlichen Gesprächen halt die Top-10-Kandidaten oder beziehungsweise die ersten 15, 20. Und da war sehr viel Zeitaufwand dahinter. Und das Ergebnis hat mich dann gefreut in der finalen Sitzung. Es wurde dann so, wie ich mir das vorgestellt habe, abgesehen. Würden Sie es mir erzählen, wenn es nicht so gewesen wäre? Ja, ich habe im Prinzip nichts zu verbergen. Das Entscheidende ist immer, dass man sich gut vorbereitet. Weil letztendlich hat der Parteivorstand gesehen, wer die Knochenarbeit geleistet hat, der Parteiobmann. Und als Parteiobmann nehme ich mir dann das Recht heraus, diesen Wahlvorschlag einzubringen. Das heißt, ich habe das unmissverständlich so mitgeteilt und da ist in meiner Mitteilung auch in dieser Sitzung schon herausgekommen, dass ich darüber nicht mehr diskutieren will. Punkt. Rechnen Sie bei der Wahl mit einem Kanzler-Kurzbonus für die Wolfsberger ÖVP? Ich meine, Sie wissen, die ÖVP ist momentan auf Bundesebene sehr gut unterwegs, muss man sagen. Rechnen Sie damit, dass sich das auch in Wolfsberg niederschlägt? Ich würde mich über einen Rückenwind freuen, bin aber natürlich jetzt schon Realist. Das Bund, Gemeinde, Land, das sind unterschiedliche Bereiche und ich gehe davon aus, dass es eben schon Wechselwähler gibt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn dieser Rückenwind auch uns noch einen zusätzlichen Schub geben würde, dass wir die Lücke zur SPÖ noch einmal kleiner machen können. Also hoffen durch. Zuletzt hat es ein bisschen umstrittene Abschiebeaktion in Wien gegeben. Die nehme ich an, ja, bei Teil der Bevölkerung sehr schlecht angekommen ist und die, ich nehme an, auch der ÖVP angerechnet wird. Glauben Sie, dass sich das irgendwie eine Auswirkung hat? Schauen Sie, das ist ja nicht jetzt das erste Mal, dass sowas passiert ist. Die Gesetze sind im Nationalrat so beschlossen worden. Und es zeigt sich aber deutlich, dass dann die Umsetzung, wenn es dann so kommt, dann wirklich menschlich sehr, sehr hart ist. Mir persönlich tut es natürlich leid, weil diese Kinder oder diese Mädchen ja sich in der Schule schon integriert haben, sind in Österreich geboren. Aber die Kinder können jetzt eigentlich nichts dafür, dass die Eltern sich so verhalten haben. Aber wir haben eben diesen Rechtsstaat und dann sind diese Gesetze eben so umzusetzen. Und es gibt ja jetzt die Kommission,
Und wünschenswert wäre natürlich, wenn es da zukünftig nachher eben eine Härtefallkommission geben könnte, dass so etwas eben nicht wieder passiert. Aber wie gesagt, ich sitze nicht im Nationalrat, ich habe die Gesetze nicht so beschlossen. Aber im Nachhinein dann laut zu werden, ist der falsche Weg. Wenn sich dann der Bundespräsident noch einmal zu Wort meldet, da hätten wir schon im Vorfeld was unternehmen müssen. Wenn Sie in Wolfsburg unterwegs sind, treffen Sie vielleicht auch Gastwirte etc., die schwer getroffen sind von den Corona-Maßnahmen, von den Geldern. Sie sind jetzt bei der gleichen Partei des Kanzlers, der das natürlich letztendlich auch zusammen mit den Grünen verordnet hat. Was sagen Sie dann den Leuten? Also grundsätzlich ist es so, die Gastwirte, ja, es geht jetzt doch schon sehr, sehr lang, das sind jetzt dann 4 Monate, das war der November, Dezember, Jänner, Februar. Seit 7. November ist der Gastwirt. Seit 7. November, das Unterstützungspaket des Bundes hat ja gegriffen, das heißt, es wurde ja verlängert, das geht jetzt über den Jahresultimo auch hinaus. Und wenn ich jetzt die Wolfsberger Wirte hernehme, wo ich jetzt quasi auch im Wahlkampf einmal kurz bei der Haustür angeklopft habe und ein paar Worte gewechselt habe, die haben mir bestätigt, dass sie mit diesem DKW-Verkauf zumindest die eigene Familie beschäftigen können. Logischerweise nicht die Mitarbeiter, die sind eben entweder in Kurzarbeit oder eben nicht mehr dort vorhanden. Das ist natürlich sehr, sehr bedauerlich. Und teilweise gibt es eben auch die Beherbergung für gewisse Monteure. Dann muss natürlich auch ein Abendessen ausgekocht werden, dann gehen ein bisschen eine Getränke. Aber letztendlich die großen Veranstaltungen, wir haben unsere Pensionistenfeiertage nicht durchführen können. Begräbnisse schwierig, Taufen, Hochzeiten, das ist derzeit alles auf Eis gelegt. Aber seien Sie mit allen Maßnahmen einverstanden? Naja, was soll die Bundesregierung anderes machen, wenn es darum geht, die Gesundheit zu schützen? Die finanzielle Unterstützung wird nach wie vor gewährt. Natürlich kann es jetzt sein, dass dann irgendwann einmal jemandem die Luft ausgehen wird. Deswegen wäre es ja wünschenswert, dass wir relativ schnell die Durchimpfungsrate erhöhen können. Und ich bin jetzt insofern Optimist, weil wenn die Temperaturen jetzt wieder steigen und die Gastgärten öffnen dürfen, dann sollte es doch möglich sein, wenn ich jetzt... Ich hätte es mir eigentlich jetzt schon für April, wäre das mein Wunsch gewesen, aber das scheint jetzt doch in weite Ferne gerückt zu sein. Leider. Aber zumindest ist das mal dann noch die Ostern, weil wir haben ja auch in Wolfsburg uns auf diese Gastgartenverordnung geeinigt. Das heißt, alles, was im Freien dann stattfinden kann, dann sollte zumindest auch das kulturelle Leben und die Gastronomie zumindest wieder starten können. Nur im Moment ist es sehr, sehr mühsam, weil man kann sich wirklich nur auf Essensvorbestellungen konzentrieren. Und ich bin ja selber leidenschaftlicher Skifahrer. Ich war bis dato 10-mal Skifahren, 5-mal auf der Kolm, 5-mal am Klippitzdörl, aber immer nur stundenweise. Weil letztendlich muss man die Mittagspause im Freien verbringen. Man kann das dort beim Gastwirt, der auskocht, kaufen, bestellen, mitnehmen und muss es dann entweder auf der Piste verzehren oder man geht zum Auto und hat dort selbst sein Verpflegungspaket mit. Und das ist natürlich für einen ganzen Skitag auch nicht sehr, sehr lustig, unter Anführungszeichen. Deswegen muss ich ja die bewundern, die quasi jetzt von der Südoststeiermark aufs Klippitzdörl fahren und dort quasi eine Tageskarte lösen und wirklich den ganzen Tag im Skigebiet unterwegs sind und eben zumindest die Hüttenwirte, die etwas verkaufen können, wollen, ein bisschen unterstützen. Ich habe noch einige Fragen und ich bitte um kurze Antworten. Ja. Windkraft, dafür oder dagegen? Bei der Windkraft, das ist ein spezielles Thema. Ich bin jetzt nicht ganz dagegen, auch nicht ganz dafür. Da schlägt mein Herz auf zwei Seiten aus. Also ich bin gern in der Natur, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Wir haben derzeit die Situation, die Geschichte am Bärofen, das wird oder betrifft die Stadtgemeinde Wolfsburg mit 2 oder 3 Windkraftanlagen, die auf unserem Gemeindegebiet dann gebaut werden sollen. Das heißt, wenn das Land die Genehmigung erteilt und die Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir uns schwer tun, das zu verhindern, weil auf der anderen Seite dürfen wir uns jetzt gegen die erneuerbare Energie auch nicht verschließen. Wenn der Stromverbrauch steigt, müssen wir schauen, wie gehen wir mit dem Thema zukünftig um. Was ich aber keinesfalls will, weil ich habe das jetzt eh in den Unterkärntner gelesen, die Backalpe bzw. die Petra-Alpe, bin ja im Prinzip ein gebürtiger Reichenfelser, ist ja mein Hausberg unter Anführungszeichen. Das will ich dann nicht, das wirklich von der Backalpe, Petra-Alpe über die Weinebene bis über die Choralm bis zur Sowot, dass wir eine Kette an Windrädern stehen haben.
Wir haben, was die Korallen betrifft, haben wir unseren Beitrag für die Allgemeinheit ja schon beigetragen. Wir haben die Kugeln oben, die Radarstation, wir haben die Relaisstation, wir haben eine Infrastruktur, die benötigt wird. Also da würde ich mir eben schon wünschen, dass es dann nicht so ist, dass wir wirklich eine Kette an Windrädern von Nord nach Süd dann aufweisen müssen. Hoffentlich nicht. Der Ruheplatz, schön oder hässlich? Ja, ich sage mal, er könnte zweckmäßiger sein. Mir persönlich gefallen diese Sitzstufen auch nicht unbedingt. Das heißt, deswegen haben wir uns jetzt auch eingesetzt für ein Sicherheitsgeländer unter Anführungszeichen. Aber die Zweckmäßigkeit, über das kann man jetzt diskutieren. Es wurde ja ein Bürgerbeteiligungsprozess gestartet, da sind sehr viele Ideen eingeflossen. Was uns oder mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass eben zu wenig Grün drinnen ist. Wir haben es eben nur mehr geschafft, 2 Bäume zu pflanzen. Und das muss eben dann wirklich unser Anliegen sein, wenn der Getreidemarkt saniert wird und dann in weiterer Folge auch die Johann-Offner Straße, dass man eben mehr Beschattungsmöglichkeiten, natürliche Beschattungsmöglichkeiten einbaut. Die Begegnungszone würde ich mir wünschen, dass sie mehr oder halt, dass die Begegnungszone besser funktioniert. Wir haben natürlich die Diskrepanz mit den Parkplätzen. Das heißt, die Kaufmannschaft hat eine gewisse Anzahl von Parkplätzen gefordert, die haben wir dann im Nachhinein auch noch ausgeweitet. Aber jetzt ist natürlich von der Testsäule, habe ich dann im Prinzip, wenn ich links die Parkplätze habe, dann habe ich die Veranstaltungsfläche. Es gibt eben eine vorgegebene Fahrbahnrinne unter Anführungszeichen. Und ich glaube, da müssen wir noch vielleicht mehr Bewusstsein schaffen, dass die Begegnungszone besser leben kann unter Anführungszeichen. Nur den Verkehr jetzt woanders hin umleiten, wird in Wolfsberg schwer möglich sein. Das hätten wir schon vor 20 Jahren machen müssen mit einer Westumfahrung. Die ist meines Wissens noch jetzt vom Tisch und die ist auch nicht mehr zu realisieren. Deswegen können wir nur versuchen, das Parkplatzproblem zu lösen, entweder im Süden oder im Norden, und dass dann wirklich eben weniger Durchzugsverkehr stattfindet. Jetzt zu hoffen, dass mehr aufs Fahrrad umsteigen, wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber hoffen kann man immer. Wünschen kann man sich das, ja. Letzte Frage, ja. Werden Sie sich impfen lassen? Selbstverständlich, wenn ich an der Reihe bin, mache ich das sofort. Das ist dann auch mein Beitrag für die Allgemeinheit, dass wir diese Pandemie so schnell wie möglich beenden können. Aber vordrängen wollen Sie sich nicht? Nein. Also wenn ich laut Impfplan drankomme, ich meine, mir tut zwar der Nadelstich immer weh, ich muss immer wegschauen auf die Seite, aber ich schaue dann auch mal kurz weg und dann ist es erledigt. Herr Stenkel, ich danke vielmals für die offene Antwort. Danke. Danke. Liebe